Moinsen. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar gibt es heute ein Unboxing. Ich glaube, ich muss dafür aber Werbung in die Ecke schreiben, denn ich habe das Teil, was ich jetzt bekommen habe, kostenlos zugesendet bekommen. Darauf erstmal vielen, vielen Dank. Aber wie gesagt, ich bin kein Mensch, der sowas annimmt, wenn er sagt, okay, er möchte nicht Werbung für was machen, was er gar nicht feiert. Aber das Ding ist, ich feiere diese Company mega. Könnt ihr mal auf Instagram von denen vorbeischauen. Und natürlich auf der Internetseite, wo es den ganzen Stuff jetzt gibt. Denn es ist generell eine, ja, Company komplett gegen Rassismus und dementsprechend, ja, sehen auch deren Produkte aus, also deren Kleidungsstücke. Und da ich selbst ja Fashion liebe, was jeder eigentlich wissen sollte, feiere ich das mega. Ich hoffe, euch stört es nicht zu sehr, dass es jetzt erstmal keine Daily Vlogs mehr gibt, einfach weil ich jetzt wieder in die Schule komme und wieder reinkommen muss. Und ich probiere trotzdem, soweit es geht, Videos zu produzieren für euch. Ich werde das Wochenende vloggen, wenn ich bei Linus bin. Deshalb hoffe ich, ist es okay, wenn ihr nehmt es nicht zu übel. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal das Ganze auf. Und zwar heißt die Marke, also sie ist auf jeden Fall Englisch. Ich bin nicht so gut in Englisch. Kaimanka oder Kaimanza Clothing ist auf jeden Fall, wenn ihr das Design seht, dann werdet ihr verstehen, warum ich das feiere. Und warum es genau was für mich ist, liegt nicht nur daran, dass ich Kleidung generell mag, sondern dass, wie gesagt, die Werte, die diese Firma oder Company vermittelt, ich halt einfach super wichtig finde und es einfach eine Sache ist, die meines Erachtens Standard bei den Menschen sein sollte, aber es ist einfach nun mal leider nicht so und deshalb möchte ich auch diese Company unterstützen. So, schauen wir hier mal rein. Hier ist der Pullover. Oh, ich habe sogar eine Karte bekommen. Oh mein Gott. Wow. So, gucken wir erstmal in die Karte. Da steht nämlich Justus drauf. Da. Voll schön. So eine schöne Schrift hätte ich auch gern. So, steht sogar was drauf. Oh mein Gott. Lieber Justus, wir hoffen, du bist mit unserem Produkt zufrieden. Wenn du noch Fragen haben solltest, darfst du dich jederzeit bei uns melden. Liebe Grüße. Steht auch deren Insta direkt da. Auf der Karte @kimanza.clothing gerne reinfolgen, wenn ihr ja auch der Meinung seid, wie ich das bin, aber bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil ich kenne meine Community. Und zwar ist das Ganze ein Hoodie, dieses Design hier gibt es aber auch als T-Shirt, aber ich liebe Pullis, deshalb brauche ich unbedingt einen Pulli. Und zwar ist hier ein Gehirn und da steht drauf, you have a brain, so use it, think tolerant. Denn es ist einfach eine, ja, Company, die super gut Produkte herstellt und eben, ja, dafür steht, dass man tolerant sein soll. Und genau das ist der Punkt, dass es viele Menschen gibt, die im 21. Jahrhundert einfach immer noch nicht tolerant sind. Sie müssen nichts unterstützen, aber sie müssen es wenigstens akzeptieren, dass es das gibt und sollten einfach nicht so viel Hass verbreiten, egal worum es geht. Ist jetzt wirklich egal, ob es um die Hautfarbe geht, ob es um die Religion geht, ob die Sexualität, ums Geschlecht. Das sind einfach Sachen, die heutzutage einfach nicht mehr wichtig sein sollten. Und ich finde das wirklich schade, dass es immer noch so viel Hass gibt. Und es ist, wie gesagt, einfach Kacke und sowas macht man nicht. Und wir sollten einfach viel, viel mehr Liebe verbreiten als Hass und dementsprechend möchte ich jetzt auch diese Marke unterstützen, weil es einfach ein mega, ja, es ist einfach mal eine Marke, die eine Idee dahinter hat, was sie machen möchte. Dann würde ich sagen, Achtung, boah, so, so sieht der ganze Pulli aus. Hier ist, wie gesagt, das Design mit dem Gehirn und dann, you have a brain, so use it, think tolerant. Finde ich ein mega Design, wirklich, ich feiere es übertrieben. Es ist einfach ein Standard, weißer, genau. Oh mein Gott. Farben sind nicht so meins. Standard schwarzer Hoodie mit einem weißen Aufstieg. Aber wirklich, es ist so krass gemacht. Mir gefällt diese Schrift ja auch mega gut, weil ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber diese Schrift ist ja sehr strukturiert. Und genau so ist die Schrift auch von meinem Tattoo. Und deshalb feiere ich es wirklich sehr, sehr stark. Der Pulli hat auch eine sehr, sehr gute Qualität. Der ist ultra weich. Oh mein Gott, ich habe jetzt gar kein T-Shirt oder sowas drunter. Der ist so weich, oh mein Gott. Also feiere ich auf jeden Fall. Qualität passt auf jeden Fall. Preis finde ich persönlich passt auch dafür, dass es eben gut hergestellt wird und eine super Message hat. Wie gesagt, ich verlinke Instagram und deren
Shop einfach mal direkt in der Beschreibung. Und genau, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo da lassen, wie ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao.